Joe und Tom lässt sich perfekt im Alltag passen und gibt es bequem und billig her. Besonders auffallend sind der weite Ausschnitt und die Art der Zusammenstellung. Ja, aber das ist schon gut. Oh, das ist gut, aber aus. Alex, ein auffälliges Cocktailkleid in den Farben Schwarz und Orange, welches den Betrachter völlig in den Bann zieht. Alex! Das ist das Püppchen von heute. Weg von rosa, Glitzer und Glamour hin zum Vintage-Style. Hanna. Hanna, ich glaube. Das ist ein neues Bild, Alter. Nach oben gucken! Bin mir jetzt ein Kaufmann! Die emanzipierte Mademoiselle steht für die stilvolle sexuelle Verführung, besteht aus einer Kombination aus einer Corsage und einer Disfrutie. Das Rosé spiegelt das unschuldige mädchenhafte Verhalten wieder, das wiederum von der schwarzen, mysteriösen und mysteriösen Seite im wahrsten Sinne des Wortes gehört wird. Ganz normal aus, oder? Hast du den neu gefilmt? Ja, das ist ein bisschen. Na, Herr Müller! Ein Klischee in welcher Form schafft grafische Rhythmen der Transparenz und eröffnet sich in einem dreidimensionalen Effekt. Der Ding steht immer noch. Im Gegensatz zu den Ohrringen ist es jedoch körperbetont und extravagant. Die markante geometrische Oberflächengestaltung verdeckt die weibliche Silhouette und besonders die künstlerische Gestaltung des Pferdes zu betonen. Ich komme jetzt neu oder wie? Nee, das hat noch jemand. Jetzt kommt noch. Jetzt ist Vivi. Blond, groß und blauäugig, die typische Frau von gestern. Ja. Thema, stellt euch etwas von gestern, Neues, Mann. Etwas Einzigartiges, ja, etwas Individuelles vor. Das Hochzeitskleid für das Individuum. Oh, im Vordergrund steht die schwarze Spitze und die gewählte cremige Farbe mit einem Knöchel. Das altmodische Hochzeitskleid für die moderne Braut in den Hintergrund stellt. Nein, anderes, ein Lila. So cool aus. Präsentiert nun einen ganzen Laser des Labels John und Tom. Laufende Runde. Oh, die Kamera! Ja, ich bin aber so weit weg.
Nein, mach mal das.